los, rein jetzt. Nee, 18 fahren wir ab. Mach mal los jetzt hier, komm. 12. Ansage machen? Von der Seite der Ansage? Ja. Anzeige gelöscht. Ja, das ist die Geld. Sehr geehrte Fahrgäste, das Zugpersonal der Städtebahn Sachsen begrüßt Sie auf der Bahn von Heidenau über Blasode nach Alteberg. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ihr nächster planmäßiger Halt ist Donau. Jetzt machen wir so Raum am Ende, hier vorne sitzt halt drin. Da muss jetzt nicht unbedingt sein. Und ich wiederhole jetzt zu 74625 rauf bis Klaas hier gefahren. Nächster Halt, können wir jetzt zum Aussteigen betätigen, Sie bitte die Haltung schließen. In der Hoffnung, dass das was wird, dass das nächstes Jahr verwackelt. Funktioniert, das sieht eigentlich gut aus, wie ich es jetzt hier sehe. Ich habe ja Angst, dass der Akku leer wird. Das wird schon nicht. Eine Stunde muss er halten. Ja.
Ich denke schon. Von wo seid ihr? Aus Dresden. Deine Chance, hättest du zugemacht. Ja, ne? Ich hab schon kurz überlegt. Ja, hättest du es gemacht. Dann nehmen die anderen noch zu, was noch. Naja, die durch den Bus geht. Nächster Halt, Wesenschein. Zum Aussteigen betätigen Sie bitte die Eingangstaste. Macht normalerweise die Maschine, aber die ist halt laut. So, der Peter. Eine D150. Ja, wenn es vom Übergang her klappt, das weiß ich jetzt, wir haben das nicht so bekommen. Ja, nee, ganz mal D150 hast du gesagt, ne? Ja, kannst du mal. Alles klar. Noch die Fahrkarte zeigen? Ja, mir nicht. Der Kollege dann. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass er ihn hat. Ja, aber. Also, nee, ich will sie nicht sehen. Ich gehe das nicht an. Ich gehe mal davon aus, dass du bestimmt ihn hat. Ja,
der Wunsch schon hat. Ernst? Also jetzt kommen die bestimmt wieder vor. Wahrscheinlich. Jeder will auf dem Schiff raus. Nächster Halt, Mühlbach. Zum Aussteigen betätigen sich die Halte und Straße. Wie lange ist ungefähr die Strecke so? 38 Kilometer. Links bedeutet Kilometer 10,9. Okay. Sind wir jetzt schon gefahren? Genau. Heidenau ist 0. Schon schlimm mit den Fans, die hier rumschreien und so. Ja, willst du wie ein Leben? Aber es gibt halt immer wieder welche, die es schon nicht nehmen können. Ich habe ja nichts dagegen, aber wenn die dann so rumschreien und dann noch Ärger machen wollen. Hatten Sie auch schon mal einen Vorfall, wo die irgendwas hatten, ihr drin? Ja, Kleinigkeiten haben wir auch. Ich bin heute Vormittag Kamenz gefahren, da ist noch ein bisschen mehr los als auf der Schiene hier. Mhm. Da war der Zug. Ich freue mich, dass ich mit der Traktion gefahren. Der sah dann auch dementsprechend aus. Lochs wie in der Kneipe dann noch. Also, überall die umgekippten Bierbrunnen. Okay. Das ist dann schon sind scheiße. Was sein soll, oder muss ich mal? Ja, machst du, hast du meine Nummer? Weil ich habe deine türkische Nummer nicht abgespeichert.
glaube die 107, aber ich weiß es nicht genau. Ich bin 14. Ich bin 15. Hat aber jetzt nichts mit der Schule zu tun, was ihr hier macht. Das heißt privat oder privat? Privat, ja. Kennt ihr die Strecke hier oder fahrt ihr zum ersten Mal hier mit? Wir sind schon mal mit der Schule hier hinter im Winter. Ja. Da waren wir dann Rodeln dort oben in Altenberg. Ja. Weil ich die Strecke schön fand, da ich gedacht, da kann ich die auch mal nachbauen. Ja, ich war sie auch am liebsten. Jetzt sehen wir, da hast du einen schönen. Kann man halt nicht so schnell fahren wie anderswo. Thank you.
Manchmal sitzt es tadeln, manchmal sitzt so eine Schneide, das geht halt um 50,8. Das 50,9. Das steht in meinem Fahrplan drin. So. Das ist allerdings ein bisschen schwierig, sich da einzufuchsen, wenn man sowas noch nicht gelernt hat. Jetzt waren wir gerade in Oberschlottwitz. Hier habe ich die Kilometerzahl 14,7. Auf 14,7 darf ich 70 km/h fahren. Und wenn das so invers ist, also die Zahl weiß geschrieben ist, sagt man, dass das nicht signalisiert wird. Anhand des Fahrplans, wie das mit den Signalisierungen auf der Strecke. Das heißt, also wenn du schneller fahren darfst, hast du das des Öfteren, dass das nicht signalisiert wird. Und wenn du abbremsen musst, langsamer werden musst, dann ist es auch eine Signalisierung gefahren. In Wikipedia steht nämlich drin, dass die Höchstgeschwindigkeit 100 ist. Der Strecke hier? Mittelzahl, die 70. Wenn du das Zeichen nachwählst, 60 erwarten. Wenn man weiß, dann muss man auch dann 60 sein. Und ich wiederhole zu 74625 drauf bis Altenberg fahren. Soll ich noch kurz hintergehen? Nö, es geht vor die Sache. Achso, jetzt habe ich mit Altenberg gesprochen. Achso. Altenberg sitzt du nicht, sagst du. Was passiert in den Donau und in den Altenberg? Nee, ich bin Quereinsteiger. Ich mach das auch.
erst seit 2 Jahren. Wenn ich mal wegen Gummi geguckt bin. Ja, das ist nicht so wichtig. Das Problem ist, ich hatte das ausgemacht. Ich weiß nicht, ob ich wieder hoch und vorne soll. Das Auto von beiden Dingen vor. Dann nochmal die Strecke zurück. Ja, ja, ich fahre nochmal runter und dann Feierabend. Gott sei Dank. Ich finde doch anstrengend. Wie gesagt, ich war heute Vormittag schon klar mit. Von 9 bis 19, Alter, das reicht. 14 Stunden. Ja. Zwischendrin war schon mal kurz im Hunger, weil ich was machen muss. Wir fahren immer bloß eine Strecke hin und her. Und es kommt, wir haben, ich habe jeden Tag im Prinzip eine andere Schicht. Es kommt auf die Schicht drauf an. Achso, morgen fahren Sie Panedia? Morgen? Doch, morgen bin ich auch wieder auf Altenberg. Und dann muss ich auch mal wieder nach Dresden tanken fahren und so eine Sache. Das ist halt dann noch eingearbeitet. Mhm. Ganz unterschiedlich, wie gesagt, ich habe jeden Tag eine andere Schicht. Man muss sich nach Kamenz, man muss sich nach Königsbrück. Man muss Stadt Sachsen, je nachdem, was man macht. Die Fahrer kennt ihr auch, ja. Ja, ich vorhin schon mal gehört. Das ist das Ding hier unten, ne? Die Fußmatte. Ja. Bei der Menü, da musst du auch immer zeigen, dass du noch lebst. Da gibt es auch, glaube ich, noch eine andere. Da muss man alle 30 Sekunden mal da runter gehen und dann die ganze Zeit drauf drücken. Das ist die Fieber. Also ich stehe die ganze Zeit mit dem Fuß drauf und muss immer zweimal noch mit dem Fuß ziehen. Mein Fuß hält. Hm. Ja, ich kenne das so, dass man bloß alle 30 Sekunden immer drauf drücken und spielt. Firma, welche den Zug erstellt haben.
eine Strecke hast, dass du die Magneten die wegbleibt. Das wäre nicht so praktisch, wenn die weg wären. Da haben wir auch keine BZB, wenn die weg sind. Wo dann Vorschriften, wie du zu verfahren hast und Geschwindigkeitsreduzierung etc. Aber prinzipiell kann ich einen guten Tag fahren. Kann man auch ohne PZB fahren? Oder? Ja. Auch ohne SIFA? Schon mal PZB gestört. Ich habe an jedem Magneten eine Gewichtsbedingung. So eine Zwangsportion, da gab es natürlich. Muss ich so ausmachen. Darfst du dann bloß auf 50 fahren maximal? Ich nehme es halt anders als wir gespielt. Ja, viel anders. Schnell fahren, wie man will. Achso, gut. Wenn die PZB aus ist. Alles, wenn alles aus ist, kann man trotzdem so schnell fahren, wie man will. Ja, wenn man das alles schnell fahren, doch sein will. Wenn tue ich das auch. Gibt es uns halt Ärger. Kurvenneigung. Eingetechnik auf der Strecke. Wie ich das manchen gesagt habe, da meinten die da nicht so Kurvenneigung mit reinbauen. Ja, was meinst du jetzt mit Kurvenneigung? Das, dass die so ein bisschen schieben. Überhöhung, ne? Jetzt siehst du ja, jetzt hast du es. Mhm. Das hast du ja. Dass sie nicht ganz gerade stehen halt. Ja, nee, das hast du. Sollte man ja glaube ich ein Gleis, oder? Gleis. Hoffe ich. Jetzt noch knapp 10 Kilometer, ne? Nächster halt, Launstein. Und was ist das in unserem Spiel? Das Signal? Dass gleich ein Bahnübergang kommt. Was sagt mir das, so wie es gerade war? Dass die Schranken unten sind. Mensch, sag mal. Du weißt ja mehr als ich. Wenn die leuchtet, dann sind sie noch oben. Ich glaube, dann hast du eine Störung am Bahnübergang. Da ist oben am Magnet dran, da musst du auch, dass du es wahrgenommen hast, dann ist der nächste 20 Minuten.
musst du nicht nochmal antun. Ich geh nicht nochmal hinter. Nee, mir brauchst du nicht hinter. Aber gucken könntest du mal. Können wir auch mit Rückzug dann mit vorne mitfahren? Genau. Danke. Weißt du auch, was PZB heißt? Punktförmige Zugweise oder sowas. Was ist denn für ein Hehler? Machst du was anderes außer Eisenbahn? Auch mal andere Spiele spielen, aber... Das ist alles durch deine Spiele, ja. Ja. Aber LZB weiß ich jetzt nicht, was das heißt. Linienförmige Zugweise. Stimmt. Das haben wir auf unseren Strecken liegen. Wollen wir nicht auch AFB dazu? Was für Zeug? AFB. AFB? Mhm. Du, da bin ich jetzt so gefragt. Was ist denn das? Ja, wir haben... Da kann man die Geschwindigkeit einstellen, dann fällt dazu noch ein bisschen diese Ach so, ja, okay. Das ist doch AFB, oder? Tempomat. Quasi. Mhm. Ja, das ist sowas von anderes. Wo hat das ja nicht. Jetzt bei der Städtebahn geht es hier oder? Ja. Bin schon mal kurz hier. Nächster Halt, ob man mit dem Aussteigen betätigt, die bitte die Haltung schließen. Ich bin ja schon seit heute Morgen unterwegs, so seit um 10:30 so. Seid ihr schon woanders mitgefahren? Nee, wir haben dann noch ein bisschen Züge gefilmt und fotografiert. Ja. Hauptbahnhof. Nee, hinten in Schönau und so. Ja, bei Chantau. Das war ist auch eine schöne Strecke von Neustadt zu Sachsen nach. Das war mal leider immer, das war eine Tschechien jetzt. Da ist ein Hafentunnel und so, also die ist fast interessanter als die. So durch die Sächsische Schweiz, da können wir mit einem Tschechen mal runterfahren. Sehr witzig. Nach Manchanda, die ist auch sehr schön. Können wir die verstehen? Sprechen die Deutsche noch? Achso, das kann ich euch nicht sagen, inwieweit die Lokführer Deutsch sind. Keine Ahnung. Wir sind sehr früher gefahren, das war ein Jahr. Die Strecke zu bauen wird bestimmt auch erstmal dauern. Ja. Welche Strecke bauen? Ja, die hier. Ach so, ja, mit eurem Spielwagen meist. Das sind auch bald wird.
die anderen ran. Jetzt muss ich bloß noch an Altenberg denken und Rückweg zu geht's dann wieder von der anderen Seite. Der nächste Halt ist schon Altenberg? Ja. Jetzt fahren wir bloß noch an Altenberg. Das ist was Besonderes hier auf der Strecke mit diesem Zugleitbetrieb hier, mit diesen blauen Lichtern. Das gibt es ja eigentlich nicht mehr von Anfang. Was bedeutet das dann, wenn das blau blinkt? Dass ich Fahrerlaubnis habe. Weil die habe ich mir vorhin in Karlsruhe eingeholt. Die Zugabe in Altenberg.